Besonders im Deep Web besteht ein Schwarzmarkt mit illegalen Organen. Doch solche Schwarzmärkte gibt es lokal überall auf der Welt. Man weiß hierbei nie, wie genau diese Leute eigentlich an die Organe gekommen sind. Doch wie viel sind deine Organe eigentlich auf dem Schwarzmarkt wert? Hallo zusammen. Habt ihr euch auch mal gefragt, wie viel eure Organe eigentlich auf dem Schwarzmarkt wert sind? Dann habe ich hier die Antwort für euch. Teilweise ist es weniger als erwartet und teilweise mehr als erwartet. Schlimmer ist, dass jedes einzelne Stück unseres Körpers am Schwarzmarkt verkauft werden kann. Wirklich alles wird irgendwie von irgendwem benötigt. Schauen wir uns das mal genauer an. Deine beiden Augen, genauer die Hornhaut darauf, sind auf dem Schwarzmarkt etwa 18.000 Euro wert. Deine Lunge geht für fast 250.000 Euro über die Theken des Schwarzmarktes. Eine Niere ist in etwa 130.000 Euro wert, wir haben zwei davon, also gesamt 260.000 Euro. Dein Herz kann auf dem Schwarzmarkt für einen Preis von 500.000 Euro verkauft werden. Deine Leber wird etwa einen Preis von 120.000 Euro einbringen. Dein Schädel inklusive Zähne kannst du für etwa 6.000 Euro verhökern. Für alle Knochen und Bänder deines Körpers bekommst du nochmal 4.000 Euro. Ein Liter Blut sind etwa 250 Euro wert. Wir haben 10 Liter Blut, also nochmal 2.500 Euro für dich. Und zu guter Letzt deine Haut, ja auch die besitzt einen Wert. 2,5 Quadratzentimeter sind etwa 7 Euro wert. Unser Körper besitzt etwa 8.046 Quadratzentimeter Haut. Das ergibt für die komplette Haut nochmal einen Preis von etwa 22.500 Euro. Also zusammengerechnet hat dein Körper einen Wert von etwa 1,3 Millionen Euro auf dem Schwarzmarkt bzw. im Deep Web. Ja, das ist schon einiges an Geld. Das zeigt aber leider, warum Organhandel bei Kriminellen ein relativ lukratives Geschäft ist. Die Nachfrage ist enorm groß und so wird dieser Geschäftszweig wohl für immer und ewig blühen. Allein in Amerika warten im Jahr etwa 120.000 Menschen auf eine Organspende, während etwa 18.000 Organe gespendet werden. Also über 100.000 Menschen kommen zu keinem Organ, obwohl sie bald sterben, wenn sie kein neues Organ erhalten. Dadurch wagen diese Menschen oft den illegalen Schritt in den Schwarzmarkt, um irgendwie zu überleben. In den letzten 25 Jahren sind alleine in den USA etwa 1.700 Fälle von gestohlenen Organen gemeldet worden. Man muss bedenken, dass die Organkriminalität in Amerika natürlich sehr gering ist, gegenüber anderen Teilen der Welt, bei der die Polizei weniger Macht hat. Die häufigsten gestohlenen Organe stammen wohl aus Afrika und Südamerika. Interessant ist hierbei noch, es werden nicht immer lebende Menschen betäubt und deren Organe geraubt, beziehungsweise Leute umgebracht und deren Organe entnommen. Die Kriminellen des Schwarzmarktes haben einen viel einfacheren Weg gefunden. Leichenschändung. Sie buddeln kürzlich Verstorbene aus und stehlen deren Organe wie Leber, Herz und Nieren. Angehörige wollen nur sehr, sehr selten eine verstorbene Person später nochmal ansehen. Dadurch fliegen solche Organdiebe sehr selten auf. Oft wissen sogar Friedhofswärter Bescheid. Friedhofswärter verdienen keinen Reichtum. Deshalb ist es für sie angenehm, am Organhandel mitzuverdienen. Sie bekommen einen kleinen Anteil der illegalen verkauften Organe aus deren Friedhöfen. Also der Handel blüht und unser Körper ist so gesehen eigentlich ziemlich viel wert. Seid ihr Organspender? Ich denke mir immer, wenn man stirbt, wäre es doch dann sinnvoll, wenn man automatisch dabei die Organe spendet, um nach dem Tod noch andere Menschen das Leben zu retten. Mit Herz, Niere, Leber etc. In Österreich ist es übrigens so, dass jeder Bürger automatisch Organspender ist. Man müsste extra einen Widerspruch erheben, wenn man das nicht möchte. Diese Theorie geht aber sehr gut auf. Kaum jemand unterzeichnet diese Widerspruchserklärung. Das bedeutet, in Österreich können wartende Menschen, die sonst sterben würden,
häufig und schnell mit lebenswichtigen Organen versorgt werden, ohne dass es überhaupt einen Organschwarzmarkt benötigt. Aber in Deutschland oder Amerika ist es, glaube ich, so, dass man sich wiederum, statt extra zu widersprechen, sich extra hierfür anmelden muss. Das machen dann natürlich weniger Menschen, was natürlich die Wartelisten und den Schwarzmarkt enorm fördert. Wie steht ihr zu dem Ganzen? Seid ihr Spender oder wollt ihr das nicht? Und was sagt ihr zu dem illegalen Organschwarzmarkt, der wohl auf der kompletten Welt blüht? Bin sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr in so eine Richtung sehen wollt, dann lasst einen Daumen hoch da, teilt das Video unbedingt mit euren Freunden und links und rechts kommt jetzt noch zu zwei weiteren gruseligen Videos und in der Mitte könnt ihr ganz bequem abonnieren. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.